Hallo lieber Löwe und herzlich willkommen zu deinem Frühlingsgefühle-Orakel hier für die Monate April, Mai und Juni 2022. Schön, dass du hier bist. Du bist hier genau richtig, wenn du dich mit den Themen ja, Partnerschaft, Liebe auseinandersetzen, beschäftigen möchtest. Wissen wir jetzt, was in diesem Frühling so auf dich zukommt oder wie die Energien gerade für dich stehen? Natürlich ist das ein allgemeines Reading, also schau, dass du dir die Informationen hier mitnimmst, die mit dir in Resonanz gehen. Alle anderen darfst du dir durchaus erlauben, auszublenden. Wenn dieses Video dich gar nicht abholen sollte inhaltlich, dann kann es daran liegen, dass du die Informationen, die gerade für dich wichtig sind, jetzt zu wissen, in dem Video für deinen Aszendent und oder Mondzeichen findest. Also vielleicht stecken da wertvollere Infos drin als im Löwenvideo. Hab das immer mal mit im Hinterkopf und schau mal, ob du vielleicht auch da in den anderen Videos reinschauen möchtest hier. Ansonsten, das Video ist für dich egal, in welcher Beziehungsgeschichte du gerade drin steckst, ob du Single bist, ob du auf der Suche bist, ob du in einer Partnerschaft bist, frisch verliebt, schon länger zusammen oder in Trennung. Ganz egal, denn die Energien, die für den Löwen jetzt gerade in diesem Frühling wirken, sind ja immer die gleichen. Die Frage ist halt nur, in welcher Lebenssituation möchtest du diesen Rat, den die Karten hier für dich haben, anwenden? Von daher deute ich das in mehrere Richtungen für dich und du schaust einfach mal, was für dich am besten passt. Dann fangen wir auch gleich mal an. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich hier dabei habe, in der Infobox unter diesem Video findest du die aufgelistet. Und dann legen wir doch mal los für den Löwen im Frühling 2022. Was haben wir denn da? Beim Thema Liebe, Partnerschaft, wohlwissentlich, dass die wichtigste Beziehung im Leben, die du haben kannst, die zu dir selbst ist. Also auch zum Thema Selbstliebe kannst du dieses Video hier für dich deuten. So, die ersten zwei Botschaften sind schon da. Ich ziehe mal aus dem anderen Deck noch eine und dann legen wir hier gleich mal für dich los. So. Noch für den Löwen. Okay, ah ja, das ist eindeutig. Wir haben im Grunde drei spirituelle Botschaften hier für dich. Wir gucken gleich mal in die Details. Die sind vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil sie so, oh mein Gott, ja, weiß ich doch sein könnten. Also, wir haben hier für dich einmal Weisheit gepaart mit Door to Spirit, also die Tür Geistlichen, zum Übergeordneten, zum Überirdischen und die Flow-Karte haben wir hier für dich. So, was ist hiermit gemeint? Im Grunde geht es darum, dass für dich partnerschaftlich es darum geht, auf deine innere Stimme zu hören, auf deine Intuition zu hören, auf das Vertrauen, was du nicht unbedingt immer mit Wissen oder auch mit Emotionen gleich tun kannst. Weil manchmal ist es ja so, lieber Löwe, da verirren wir uns im Wald emotional oder auch so in unserem Gedankenkarussell und haben das Gefühl, wir sind irgendwie ja, allein auf weiter Flur und es fühlt sich alles sehr, sehr komisch an. Und dann zu sagen, es gibt ja noch eine dritte Instanz, nämlich die, die gar nicht mehr greifbar ist. Unser Bauchgefühl, unsere Intuition und das Vertrauen, dass die Intuition mich mehr leitet als meine Gedanken und mehr leitet als auch das, was ich fühle. Denn gerade wenn du vielleicht ein sehr feinfühliger Mensch bist, und das ist ja der Löwe in der Regel auch, dann kann es ja sein, dass du Emotionen aufschnappst von Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, auch aus dem Kollektiv ganz allgemein, und in eine Verwirrung kommst, in eine emotionale Verwirrung kommst, die gar nichts mit dir und deinen Gefühlen zu tun hat. Und deswegen hier der Hinweis, ein Anteil in dir, der sich niemals irrt, ist deine Intuition. Dieses nicht begründbare Wissen von, das fühlt sich richtig an oder das fühlt sich falsch an. Und das ist ein Hinweis für dich, wie du durch den Frühling flowen, fließen solltest, egal ob als Single, der am Flirten ist oder auch in einer Partnerschaft oder auch wenn es darum geht, erstmal mit dir selber ins Reine zu kommen. Ganz egal, wo du beziehungsmäßig stehst, die Dinge fließen und sich entwickeln lassen mit einem neugierigen Blick und draufschauen, was passiert. Dich überraschen lassen im Grunde ist hier die Botschaft. Denn weder mit Verstand kommst du hier so wirklich voran, noch mit dem immerwährenden Vertrauen auf das, was du fühlst. Weil manchmal sind es nicht deine eigenen Gefühle und manchmal bist du auch
naja, sagen wir mal, gefühlsmäßig abgelenkt von dem, was du eigentlich wahrnimmst. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel sehr, sehr gestresst bist auf der Arbeit, dann kann es durchaus sein, dass du diese Gefühle mit in deine Partnerschaft bringst und sagst, ich habe jetzt keinen Nerv für dich, du steht mir alles bis hier, was ist da los, ihr nervt mich alle, hat aber gar nichts mit der Person vor dir zu tun, sondern hat eher was damit zu tun, dass du in einem anderen Lebensbereich so genervt bist und das überträgst auf alle Lebensbereiche. Ja, ich habe auch keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit für dieses, das ist alles so. Ja, kann ja sein, ich weiß es nicht. Das wirst du am besten wissen, was hier für dich zutreffend ist, lieber Löwe. Aber Fakt ist, solange du es in dir wahrnimmst, dass da, wo du bist, stimmig und richtig ist und keine Alarmglocken schrillen, dann weißt du, hier bleibe ich, hier bin ich gut aufgehoben, hier ist richtig. Und wenn du Alarmglocken hörst, aus dem Bauch heraus, aus dem Hara-Zentrum heraus, dann vielleicht auch mal, dann kannst du das Gehirn wieder anschalten und überlegen, ob du vielleicht irgendwelche Schritte gehen oder irgendwelche Entscheidungen treffen solltest. Aber vertrau mehr im Frühling auf da unten, also nicht ganz da unten, aus dem Bauch heraus, ja, und weniger auf hier und weniger auf da, ja, vielleicht sogar alle Bereiche mal getrennt voneinander anschaust. Sag, was denkt der Kopf? Nur der Kopf, nicht ab hier. Was denkt der Kopf? Was nimmt das Herz wahr? Was nimmt der Bauch wahr? Ganz konkret. Weil, dass du da nicht irgendwie in eine Verwirrung kommst, die gar nicht anstehen müsste. So, aber wir gucken mal in die Details, was die Tarotkarten dir mit auf den Weg geben wollen, lieber Löwe. Was bei dir zum Thema Frühlingsgefühle noch zu wissen ist, ansteht oder was auch für ein Rat auf dich wartet. Und dann weißt du es vielleicht ein bisschen genauer. So, was haben wir denn hier noch für unseren Löwen? Hoppala. So, gucken wir mal. Für unseren Löwen, der Status quo, wo der Löwe gerade steht, partnerschaftlich, egal, wie gesagt, ob als Vergebener, als Single auf der Suche, nicht auf der Suche, mit dir selbst beschäftigt, in einer komplizierten Partnerschaft, in der Trennung, ganz egal. So, wir haben hier den Magier, die drei der Münzen und das Ass der Kelche. Also definitiv ist partnerschaftlich für dich alles möglich, was du dir wünschst. Hier kommt die Magierkarte. Du hast das Potenzial zu einem grandiosen Single-Dasein. Du hast das Potenzial zu einem grandiosen, zu einer grandiosen Partnerschaft. Die Partnerschaft, die du vielleicht auch schon führst, noch intensiver und schöner werden zu lassen. Du hast auch das Potenzial, das Ganze komplett gegen die Wand zu fahren, weil der Magier hat das Potenzial für alles. Und das, was du aussendest, das wird werden. Von daher verweise ich nochmal auf den Hinweis, Intuition und Flow fließen lassen, entdecken, neugierig sein, wäre die Prämisse für dich im Frühling. Wir haben die drei der Münzen, ein schönes Miteinander zu kreieren. Wir haben ja auch so ein bisschen Yin-Yang, ja, das Runde und das Eckige. Also ein schönes Miteinander kreieren. Nicht nur alleine mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern auch gegebenenfalls den, die andere in deinem Leben mit einzubeziehen und eckige Dinge rund werden zu lassen. Also da sind wir auch wieder beim Thema Fließen. Vielleicht steht auch der ein oder andere Kompromiss an, aber Fakt ist, Ass der Kelche, hier ist eine sehr, sehr schöne, sprudelige, flirtige, aufregende Energie. Also für den einen oder anderen kommt da vielleicht wirklich eine neue Partnerschaft um die Ecke, ja, ein Verliebtsein, was Sprudeliges. Für diejenigen, die schon in einer Partnerschaft sind, vielleicht verliebt ihr euch auch nochmal neu ineinander. Ne? Aber Fakt ist auch, die Energie, die du reingibst, ist die Energie, die du hier rauskriegen wirst. Ein bisschen Kompromissbereitschaft ist vielleicht gar nicht verkehrt. Miteinander an einem Strang ziehen, miteinander in eine Richtung schauen, ist definitiv etwas, was hier ja gut tun würde, statt alles alleine schultern zu müssen oder zu denken, naja, ich muss ja jetzt hier irgendwie alleine klarkommen oder sowas. Nee, du bist ja in einer Partnerschaft, um es gemeinsam zu machen. Oder wenn du neu jemanden kennenlernst, vielleicht auch kompromissbereit sein auf die Person, die dir hier begegnen könnte, dass sie vielleicht nicht unbedingt alle deine Vorstellungen erfüllt, aber dafür dich mit anderen Dingen überrascht. Ja, jemand, den du vielleicht sonst übersehen würdest, könnte auch jemand sein, der hier dein Herz erobern könnte, oder andersrum, vielleicht auch jemand, der so toll ist, dass du denkst, was will der oder die denn von mir? Wow, niemals. Vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch. Also könnte auch jemand in dein Leben kommen, mit dem du so nicht gerechnet hättest, auf die eine oder andere Art und Weise. Jetzt schauen wir mal, wie die Person
an die du gerade denkst, dich sieht. Und wenn ich sage, an die du gerade denkst, kann es in der Tat dein Partner sein. Das kann jemand sein, in den du verliebt bist. Das kann jemand sein, der in dich verliebt ist. Du weißt es gar nicht. Oder wenn du jetzt wirklich Single bist und sagst, naja, Denise, aber ich kenne ja jetzt gerade gar keinen. Jemand, der auf deinem Energiefeld mitschwimmt. Also jemand, der, den du jetzt gerade anziehen würdest, würdest du ihm begegnen. Wie sieht die Person unseren Löwen? Da haben wir hier den Wagen, da haben wir die Welt. Und was haben wir hier noch? Die Sonne. Oh mein Gott. Also für diese Person bist du ja absoluter Traummensch, der absolute Traummensch. Jemand, den die anbeten, jemand, den die vergöttern, die lieben wollen, das Herz zu Füßen legen. Du bist die Welt für die, du bist die Sonne für die. Absolut, ja, die absolute Wunscherfüllung, kann man sagen. Vielleicht auch jemand, an den die selber gar nicht mehr geglaubt haben. Und sagen, wow, was habe ich da für einen tollen Löwen vor mir? Was ist das für ein toller Mensch? Und auch hier nochmal, wenn du in einer Partnerschaft bist, vielleicht verliebt sich auch dein Partner, deine Partnerin nochmal neu in dich, wenn du hier eine gute Energie raussendest, ja? Also das mal vorausgesetzt. Aber jemand, der dir wirklich seine Welt zu Füßen legen möchte, dich anbetet, habe ich schon gesagt, dich bewundert, auch sagt, wow, also auch so viel Freude, Leichtigkeit, auch Vertrauen. Du wirkst auf denjenigen, auf diejenige wie jemand, dem man Vertrauen schenken kann, dem man auch was anvertrauen kann, in deiner Mitte, in deiner Ruhe, selbst wenn du es selber nicht so wahrnimmst, aber so wirkst du auf die Person. Jemand, mit dem man auch wirklich viel, viel, viel Spaß haben kann, vielleicht auch ein bisschen verrückte Sachen machen kann, ein bisschen Abenteuer machen kann. Da kommt hier das Flow auch wieder mit ins Spiel. Einfach mal machen, einfach mal genießen und treiben lassen. Was haben wir für einen Rat für den Löwen im Frühling zum Thema Liebe, Partnerschaft, Frühlingsgefühle? Haben die Karten irgendeinen Rat, der dem Löwen hier noch helfen könnte, dienlich sein könnte, irgendwas, was der Löwe noch wissen sollte vielleicht? Da haben wir die Prinzessin der Kelche. Da haben wir die 10 der Stäbe. Und wir haben die 9 der Münzen. Ja, definitiv. Prinzessin der Kelche, 10 der Stäbe. Mach's dir selber nicht so schwer. Mach's dir selber nicht so schwer. Wenn dir vorkommt, dass deine Partnerschaft schwer ist, dann weil du hier als Magier komische, schwere Energie ausgesendet hast, weil du nicht im Flow warst. Und deswegen auch hier die Prinzessin über Kopf. Ja? Achte darauf, dass du dir auch deinen Kelch mal von jemand anderem füllen lassen darf. Du musst nicht alles alleine schultern, du musst nicht alles alleine machen. Du hast ja jemanden an deiner Seite, der durchaus bereit ist, dir auch mal was abzunehmen, die Last abzunehmen. Und wenn du Single bist und sagst, ja, Denise, würde ich mir wünschen, aber nee, ich musste immer alles alleine machen, dann wundere dich nicht, wenn du niemanden anziehst, der deinen Kelch nicht füllen möchte, weil du es gar nicht lässt, weil du es gar nicht zulässt. Also hier auch der Hinweis für dich als Single vielleicht mal, dich zu öffnen für die Möglichkeit, dass da jemand ist, der dir wohlgesonnen sein könnte und wo du nicht alles alleine machen musst. Infos übrigens zum Thema, kann ich dir mein Buch empfehlen. Hier, zack, da ist es. Single, warum eigentlich? Da hast du ganz, ganz tolle Erkenntnismöglichkeiten, auch viele Fragen, die du dir selber beantworten kannst, coachingmäßig. Wenn du sagst, naja, ich weiß auch nicht, was da immer los ist bei mir partnerschaftlich, das ist immer komisch, dann könnte dir das hier helfen, das hier mal aufzulösen. Denn wir haben hier die 9 der Münzen, absolute Wunscherfüllungskarte. Glaube an dich, liebe dich selbst. Ja, wir haben ja hier den V, der ist ja, gilt ja auch als selbstverliebter Vogel. Du darfst dich ruhig selbst leben und ruhig selbst mal anerkennen, wie toll du bist, weil der andere sieht es ja auch in dir. Das haben wir ja gerade erfahren. Also halt gar nicht so sehr hinterm Berg mit deiner Zauberhaftigkeit, denn du bist ganz, ganz zauberhaft, lieber Löwe. Und das darfst du anerkennen, das weißt du eigentlich auch, aber du bist absolut geliebt auch vom Universum und es will dir nur, nur Gutes. Und das ist doch schon eine ziemlich schöne Botschaft, oder? So, jetzt denken wir nochmal an diese Person, ob du das selber bist, ob das jemand ist, jemand Konkretes, an den du gerade denkst, oder ob das jemand ist, den du eben noch nicht kennst, aber der auf deinem Energiegefüge mitschwingt. Was haben wir denn hier noch zu dir und dieser Person zu sagen? Was haben wir denn hier noch für euch beide als Tipp oder als Bestätigung oder als Hinweis? Ja, du verdienst die Liebe, du bist liebenswert.
Du verdienst die Liebe, du bist liebenswert. Da sind wir wieder dabei. Wenn du dich selber liebst, dann ist es anderen möglich, dich zu lieben. Also schau mal, dass du erstmal eine sehr, sehr schöne Beziehung zu dir selbst aufbaust, lieber Löwe, weil dann deine ganzen Beziehungen sich auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Ebene einfinden können. Und wenn wir uns hier nochmal die Karten in der Mitte anschauen, dann liegt das ja hier. Du bist jemandes absoluter Traummensch. Du darfst das selber auch glauben, dass man dich sowas von lieben kann, dass du sowas von verdient hast, geliebt zu werden und dass du einfach ein ganz, ganz toller, zauberhafter Mensch bist. Soll man das sagen? So, abschließend haben wir noch was für unseren Löwen, was er beachten sollte, was hier noch mit reinspielt, was hier noch ansteht. Ja, sag ja zu dir selbst, dann können auch andere ja zu dir sagen. Sag ja zu deiner Partnerschaft, sag ja zu einer zukünftigen Partnerschaft, lass dich darauf ein, trau dich, vertiefe das Ganze, geh die nächsten Schritte, hundertprozentig ja sagen oder auch hundertprozentig nein sagen, liegt jetzt hier nicht, aber ja, sag ja zu dir, verlass dich auf dich, vertraue, also nicht verlass dich auf dich, aber heirate dich selbst, würde man sagen, ne? Weil dann können auch andere dir noch mehr Liebe schenken und du darfst sie auch annehmen und ja, dir auch deinen eigenen Liebeskelch füllen lassen. Wenn das keine schöne Botschaft ist hier zu diesem Frühlingsorakel, dann weiß ich ja auch nicht. Also lieber Löwe, ich wünsche dir eine tolle, beschwingte, kribbelige, neugierige, nicht so viel denken, mehr im Flow sein, Frühlingszeit und freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, du auf Gefällt mir klickst, vielleicht auch einen Kommentar da lässt, wiefern es dich abgeholt hat oder ob du dich vielleicht auch mehr vom Aszendent oder Mondzeichen hast abholen lassen. Teil meinen Kanal, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Deine Denise.